Story und Plot. Das sind Begriffe, die vor allem von Anfängern oft synonymisch gebraucht werden. Der Haken dabei? Story und Plot sind eigentlich zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Und diese Unterscheidung spielt bei der Interpretation und auch beim Verfassen von Geschichten eine sehr zentrale Rolle. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Schreibtechnikerin Fiel Semarien und heute widmen wir uns, wie gesagt, den Begriffen Story und Plot. Beginnen wir mit zwei häufig auftretenden Phänomenen, nämlich der Analepse, das ist, wenn wir eine Geschichte haben und zwischendurch einen Einblick in die Vergangenheit bekommen, und die Prolepse, das ist, wenn wir in der Geschichte eine Passage haben, wo wir in die Zukunft schauen. Warum erwähne ich die beiden? Nun denn, die bloße Möglichkeit eines anachronistischen Erzählens deutet einen sehr wichtigen Unterschied an. Es gibt nämlich auf der einen Seite Vorfälle, die passiert sind. Und auf der anderen Seite haben wir die Art und Weise, wie von diesen Vorfällen erzählt wird. Bewegen wir uns nun in unsere eigene Analepse, und zwar zu dem Begriffspaar Fabel und Sujet, das Anfang des 20. Jahrhunderts von den russischen Formalisten geprägt wurde. Also, Fabel und Sujet. Die Fabel ist das, was wirklich passiert ist. Entweder in der realen oder in der fiktiven Welt. Und Sujet, das ist was und wie erzählt wird. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel so einen Zeitstrahl und da sind Vorfälle A, B, C, D und E passiert. Das ist die Fabel. Erzählen davon kann man aber sehr unterschiedlich. Zum Beispiel kann man mit C anfangen und C löst die Katastrophe D aus. Diese Katastrophe D passt dem Protagonisten aber ganz und gar nicht und er geht der Sache auf den Grund und findet heraus, dass C passiert ist, weil B passiert ist. Und B ist passiert, weil A passiert ist. Und auf Grundlage dieser Erkenntnisse fällt der Protagonist die Entscheidung E. Und das wäre nur ein mögliches Sujet. Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel, die Erzählung gleich mit E anzufangen. Der Protagonist hat die Entscheidung E gefällt, weil die Katastrophe D im Ganzen gar nicht gepasst hat. Und wenn wir das als Einleitung haben, erzählen wir anschließend die komplette Vorgeschichte. Grundsätzlich ist es aber natürlich auch nicht falsch, die chronologische Reihenfolge von A, B, C, D und E beizubehalten. Es kommt halt immer darauf an, was man mit seiner Erzählung erreichen möchte und wie man seine Schwerpunkte verteilen will. Nun haben wir über die Fabel und das Sujet gesprochen, aber die anderen Literaturwissenschaften liefern ebenfalls Begriffspaare. Story und Plot, Histoire und Discours, Welt und Darstellung. Diese Begriffspaare schleichen zwar alle ungefähr um dieselbe Sache rum, hängen aber mit völlig unterschiedlichen Modellen zusammen und deswegen sind diese Begriffspaare nicht wirklich untereinander austauschbar. Story und Plot ist etwas anderes als Histoire und Discours. Und selbst bei Fabel und Sujet gab es Literaturtheoretiker, die die Begriffe genau umgedreht haben. Das, was ich euch in diesem Video präsentiere, ist das, was meiner Erfahrung nach am häufigsten verwendet wird. Und zwar trifft man meiner Erfahrung nach am häufigsten auf das Begriffspaar Story und Plot, bei dem Story definiert wird als das, was passiert ist, und Plot als die Art und Weise, wie davon erzählt wird. Dazu auch ein Beispiel. Der Film 500 Days of Summer zeigt den Verlauf einer Beziehung vom ersten Kennenlernen bis zur letzten Begegnung. Das ist die Story. Beim Plot hingegen wird es komplizierter. Der Film zeigt diesen Verlauf nämlich nicht chronologisch, sondern der Zuschauer bekommt durchgewürfelte Ausschnitte präsentiert. Das heißt, mal sieht man eine Szene aus der Endphase der Beziehung, mal aus der Anfangsphase, mal aus der Mittelphase, mal wieder aus der Anfangsphase, dann wieder aus der Endphase. Ganz anachronistisch. Und damit der Zuschauer nicht durcheinander kommt, werden diese Ausschnitte stets mit der Nummer des Tages gekennzeichnet, an dem die jeweilige Szene stattfindet. Also Tag 1, Tag 498, Tag 367. Also Story ist alles, was passiert in chronologischer Reihenfolge und Plot, das sind ausgewählte Abschnitte, wie sie dem Zuschauer präsentiert werden. Nun sind Story und Plot aber immer noch sehr schwammige Begriffe. Warum? Das sehen wir, wenn wir uns anschauen, wie eine Erzählung theoretisch entsteht. Und zwar passieren erstmal Dinge, in der realen Welt oder in einer fiktiven Welt. Das ist das Geschehen. Daraus werden dann bestimmte Vorfälle ausgewählt und so entsteht die Geschichte. Anschließend werden diese Vorfälle auf eine bestimmte Weise angeordnet. Das ist die Erzählung. Und ganz am Ende wird die Erzählung präsentiert, zum Beispiel in konkrete Worte gefasst. Die Stadien 1 bis 3, das ist so in etwa der Verlauf, wie aus einer Story ein Plot wird,
nur deutlich genauer und mit Aspekten, die eine Gegenüberstellung von Story und Plot gar nicht beinhaltet. Vor allem aber macht dieses vierstufige Modell deutlich, dass das Geschehen, bevor es zu einer fertig präsentierten Erzählung wird, durch mehrere Filterstadien geht. Und zwar ist jedes Erzählstadium von der Erzählperspektive geprägt. Es ist der Erzähler, der bestimmt, welche Vorfälle relevant genug sind, damit sie Teil der Geschichte werden können. Es ist der Erzähler, der bestimmt, in welcher Reihenfolge von den Ereignissen berichtet wird. Und es ist der Erzähler, der das Ganze in Worte fasst. Deswegen spielt der Erzähler eine so zentrale Rolle beim Erzählen. Aus diesem Grund befasse ich mich auf diesem Kanal unter anderem mit erzähltheoretischen Modellen. Behandelt habe ich bisher Stanzels Typenkreis und das Modell von Jeanette. Außerdem habe ich die beiden modifiziert, damit man sie auch als Autor anwenden kann. Und ich wende diese Modelle regelmäßig auch als Leser an, nämlich in meinen Erzählanalysen. Die Links zu diesen Videos und Playlists findet ihr rechts oben in der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Nun denn, der Erzähler ist also eine Filterinstanz, der die Erzählung zu dem macht, was sie ist. Und warum ist es so wichtig, die Filtervorgänge zu begreifen? Nun, diese Filtervorgänge ermöglichen so einige richtig tolle Sachen. Zum Beispiel anachronistisches Erzählen. Man kann es zum Beispiel anwenden, um durch eine spannende Prolepse das Interesse des Lesers zu wecken. Wenn man also andeutet, später in der Geschichte passiert etwas unheimlich Interessantes. Außerdem können zum Beispiel unerwartete Analepsen Hintergrundinformationen liefern, die den ganzen Plot auf den Kopf stellen. Darüber hinaus kann man durch Anachronie auch ganz banale Geschichten auf eine interessante Art und Weise erzählen, zum Beispiel rückwärts. Auch unzuverlässiges Erzählen wird durch die Filtervorgänge möglich. Wenn der Erzähler dem Leser Humbug erzählt hat, dann kann man den Leser überraschen, indem man ihn plötzlich mit der Wahrheit konfrontiert. Außerdem fordert unzuverlässiges Erzählen kritisches Mitdenken und eignet sich auch, um Spannung aufzubauen. Wenn der Erzähler mir Unsinn erzählt hat oder Ereignisse aus der Erzählung rausgelassen hat oder von Dingen erzählt hat, die nicht stattgefunden haben, tja, was ist da eigentlich wirklich passiert? Darüber hinaus kann man durch die Wahl eines passenden Erzählers, also einer passenden Filterinstanz, die Gefühle des Lesers manipulieren. Zum Beispiel kann man den Leser gezielt eine Figur mögen oder hassen lassen, dann aber einen Plot-Twist reinbringen und enthüllen, dass diese Figur sehr gute Gründe hatte, so handeln, wie sie gehandelt hat. Und das waren nur einige wenige Beispiele für die Spielereien, die möglich sind, wenn man sich dessen bewusst ist, dass das, worüber ich erzähle, etwas anderes ist als die fertige Erzählung. Daher merke, wer einfach nur eine Geschichte so runterschlurrt, wie sie ihm in den Sinn kommt, läuft Gefahr, Potenzial zu verschwenden und langweilig zu sein. Ich sage nicht, dass man dann zwangsläufig Potenzial verschwendet und langweilig ist. Oftmals bauen Autoren grandiose Ideen einfach intuitiv ein und es gibt natürlich auch Autoren, die sich nie über solche technischen Sachen Gedanken machen und trotzdem geniale Sachen schreiben. Aber meiner Erfahrung nach ist Intuition meistens nicht unbedingt etwas, auf das man sich blind verlassen sollte. Ich selbst habe mich schon so manches Mal auf meine Intuition verlassen und im Nachhinein festgestellt, dass ich etwas absolut Klischeehaftes und Langweiliges fabriziert habe. Und das ist einer der Gründe, warum ich mich so sehr für Erzähltheorie begeistere. Das war es dann auch für heute. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wenn dieses Video euch gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben. Wenn ihr weiterhin am Ball bleiben wollt, dann abonniert diesen Kanal. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!